Hallo, wir haben hier Jürgen von der Band Die Happy. Willkommen bei SpeedGig. Hallo, servus. Fangen wir gleich an. Welcher Schlagzeuger war der, der dich begeistert hat, mit dem Schlagzeugspiel anzufangen? Oh, da gab es einige. Aber so in den ganz frühen Jahren war es Steven Adler von Guns N' Roses. Geil. Ja. Bester Gig bisher? Von uns? Oh Gott, ja. Rock am Ring 2003 war so mit einem Highlight, ja. Dein Lieblingsalbum? Auch von uns? Nee. Mein Lieblingsalbum zurzeit würde ich sagen, schwierige Frage. Barcelona, super Band. Hab ich kennengelernt weil Casper ein Sample benutzt von denen. Okay, ja, unbedingt mal reinhören. Dein Lieblingsschlagzeugvideo, Schlagzeugbuch? Oh Gottchen. Keine Ahnung. Udo Dahn vielleicht. Mein Lehrmeister und haben wir sein Drumbook. Sehr gut. Das Schlimmste, was jemals auf Tour passiert ist? Keine Ahnung, es ist noch nie was wirklich Schlimmes passiert. Sehr schön. Deine erste Aufnahme? Die erste Studioaufnahme war mit deinem Baby. Irgendwann vor vielen, vielen Jahrhunderten. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Ich fürchte immer noch mit Die Happy auf irgendwelchen Festivalbühnen dieser Welt. Naja, sollte durch Schlimmeres passieren. Könnte schlimmer gehen, ja. Ja. Led Zeppelin oder Deep Purple? Led Zeppelin. Spielst du auch andere Instrumente? Alles, was du willst. Teufelsgeige. Deine Hobbys? Fußball. Okay, sportlich. Studio oder live? Live. Tony Williams oder Buddy Rich? Buddy. Definitiv. Hast du jemals einen Gig verpasst? Nee. Haben wir eigentlich was im Flieger verpasst? Das war dann schon sehr, sehr knapp. Das kenne ich, aber ja. Hast du eine eigene Website? Nee. Ich glaube nicht. Es gab mal eine Fanseite, aber ich glaube, die existiert nicht. Cool. Der momentane Lieblingstrommler? Jetzt wieder entdeckt Dave Grohl. Oh, sehr schön. Dein Schlagzeug hoch oder tief gestimmt? Tief. Wie verbringst du die Zeit während des Wartens auf einem Gig? Na, jetzt seit neuestem gehe ich meistens noch mal eine Runde spazieren mit meinem Hund. Sehr schön. Mhm. Und wärmst du dich dann noch auf vor dem Spielen? Zu wenig. Was magst du an Musikern nicht? Unpünktlichkeit. Leute. Benutzt du Apps für Musik? Damit schließe nicht mit ein, ne? In Sachen Unpünktlichkeit. Okay. Benutzt du Apps fürs Musikmachen? Absolut, ja. Wenn ja, welche findest du am besten? Das ist die Machine, iMachine. Ja. Dann, ich mache auch sehr viel so, wenn mir langweilig ist, so Gehörbildungsübungen. Oh, so Intervalle hören. Musst du mir nachher welche empfehlen, ja? Karajan heißt das. Mit welchem Musiker würdest du gerne spielen? Also, ich als Schlagzeug, er spielt Gitarre. Kann ich verstehen. Und drei deutsche Musiker, mit denen du gerne spielen wirst, die du gut findest? Marta Jandova, Ralf Ricker und Thorsten Nils. Was war deine letzte Aufnahme? Mit Andreas Urani. Okay. Sein Debütalbum. Das sieht man dann auf SpeedGig. Ich hoffe. Und wichtig für die Aftershow-Party: Wodka oder Whisky? Wodka, jede Menge einfach. Ja, werden uns nachher gönnen. Danke, Jürgen, von Die Happy.